Und damit begrüße ich euch zurück zur Tour de France 2020. Weiterhin in Gelb, in Grün und eigentlich sogar mit dem Bergtrikot. Das trägt allerdings Julien Alaphilippe momentan drunter. Wir fahren nicht wirklich dafür, aber wir haben halt bei den wichtigen Etappen momentan richtig gut ausgesehen. Heute über 219 Kilometer hügelig, was für die Puncheure. Und wer ist der beste Puncheur der Welt? Das ist, denke ich mal, Julien Alaphilippe. Auf den kurzen, knackigen Anstiegen ist er wahrscheinlich nicht zu schlagen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir heute eine gute Tagesform haben. Und ich hoffe, dass wir die ein oder andere Sekunde heute noch auf die anderen Spitzenfahrer rausfahren können. Also wir gehen rein in die Rennaction. So, eine sehr hügelige Etappe, geht wirklich die ganze Zeit rauf und runter. Gelbes Trikot erstmal natürlich ungefährdet. Wir sehen hier links Gruppe Rui Costa ist da vorne mit drin, 2 Minuten 20 der Rückstand. Wir haben tipptopp Tagesform, sowohl mit Julien Alaphilippe als auch mit anderen richtig guten Hügel- und Bergfahrern. Brauchen wir uns heute also nicht verstecken. Nur mal schauen, dass wir hier nicht direkt wegsterben. Und jetzt ist gerade die Batterie vom DualShock fast leer. Muss ich gleich mal anschließen. Nicht, dass mir das jetzt hier gleich wegstirbt. Jetzt machen wir trotzdem noch schnell den Zwischensprint. Ich hoffe, das passt noch. So, Thomas Dachent gewinnt das vorne. Jetzt sind es für uns noch 2 Kilometer. Wir müssen immer weiter nach vorne fahren. Ansonsten schaffen wir das nicht mehr. Da vorne ist es dann gleich nur noch 1 Kilometer. Da sind andere schon besser in Position. Da müssen wir jetzt früher raus, als wir das eigentlich wollen. Jetzt geht es hier hinten auch noch bergauf. Natürlich alles nicht so optimal. Da holen wir immer noch einen ein. Pozzo Vivo überholen wir noch. Tim Wellens und Trentin. Ja, da holen wir 5 Punkte. Das ist mehr, als ich eigentlich damit gerechnet habe. Das war der Zwischensprint. Wir sehen uns gleich wieder. Dann wahrscheinlich am Berg der 3., 4. Kategorie. Ich versuche mal, meinen Controller zu laden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir versuchen das Ganze heute mal ein bisschen offensiver anzugehen. Ich schicke jetzt mal Bob Jungels vor, der mal ein bisschen Tempo macht. Wir haben heute so gute Tagesform im Team, warum sollen wir das nicht nutzen? Tempo ist ohnehin hoch vorne. Und wir haben auch mit Alaphilippe heute eine Tip-Top-Form. Warum sollen wir nicht den einen oder anderen... Alter, ach, kommt schon, Leute. Warum sollen wir nicht den einen oder anderen mal rausfahren können? So, Seri habe ich auch mit nach vorne geschickt, aber der kommt gerade auch nicht durch. Und diese Schläge, die man hier manchmal mitkriegt, habe ich ja schon häufig gesagt, das ist schon völlig überzogen. So, über den Berg der 4. Kategorie sind wir schon drüber. Unser Team muss sich jetzt erstmal nach vorne prügeln. Evenepoel habe ich uns zur Seite geholt. Unser Edelhelfer, der da jetzt heute auch nicht die allerbeste Tagesform hat. So, jetzt müssen wir trotzdem voll durchtreten, damit wir nach vorne kommen. Unser Team ist da noch nicht 100%. Israel Startup ist da vorne mit drin. Die hat man bislang bei der Tour noch gar nicht gesehen. Ben Hermanns bei der Tour mit Bora ja im Bergtrikot erfolgreich gewesen. Hier ist das Esteban Chavez, den wir da vorne nach wie vor im gepunkteten Trikot sehen, vertretungsweise für Julien Alaphilippe. Okay, hier sollten wir nicht wirklich in die Aerodynamikhaltung gehen, aber es kommen, unsere Teamkollegen kommen mit den 100% nicht so richtig vor. Seri versucht das jetzt mal. Tempo ist aber, wie gesagt, von vornherein enorm hoch und jetzt dauernd diese Verschiebung, dass da einer von vorne nach hinten durchgereicht wird, geht mir ziemlich auf den Geist. Die Tempowechsel sind auch sehr ätzend. Aber das gehört halt einfach mit dazu. Da haben wir auch Bennett, der da versucht, noch mit in der Gruppe zu bleiben. Vielleicht können wir jetzt in der Abfahrt noch mal ein bisschen was gut machen. Aber auch nicht so richtig. So, also Tempo ist enorm und vor allem die Rücksichtslosigkeit ist enorm. Das ist schon heftig, wie hier immer reingerödelt wird in die Kurven und so weiter. Jetzt geht es hier vorne dann weiter. So müssen wir jetzt in der guten Position rein. Alle Teamtaktik, die man jemals hier an den Start legen würde, ist eh völlig über den Haufen geworfen, weil kein Fahrer die Position bekommt, die er eigentlich bräuchte. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir hier vorne aber ein paar Quickstep-Fahrer mit dabei. So, Bennett... Mal da vorne ist jetzt keiner unserer Jungs mit ausgerissen. Sieht aber so aus, oder? Ja, das ist Seri, der da vorne ausgerissen ist. Das war dann eine Nummer zu viel. Da haben wir natürlich das Hinterrad auch nicht halten können. Aber Seri würde ich heute wirklich ganz gerne mal ein hohes Tempo fahren lassen. Der hat eine gute Tagesform. Wir haben gute Helfer mit an der Seite.
Da kann er es jetzt schon nochmal mitmachen, auch wenn er dann gleich platt ist. Wenn wir jetzt mal auch an sein Hinterrad kämen, wäre das ganz traumhaft. So, jetzt haben wir auch sein Hinterrad. Jungels noch an der Seite, der heute auch Tempo macht. Evenepoel. Es sind noch 44 Kilometer. Und dann schauen wir mal, was die Konkurrenz so kann. Uah. Jetzt hat es mich rausgeworfen. Mit dem scheiß Ruckler. Hat es mich da aus der Position rausgeworfen. Alter Vater, jetzt war ich auch gerade ganz woanders. Gerade gedacht, okay, aber das bringt ja auch nichts, wenn jetzt meine beiden Fahrer da vorne wegfahren. Das ist ja scheiße. Also das mit den Rucklern ist totale Kacke. Beide wieder auf Alaphilippe warten. Mann, Mann, Mann. Also das ist schon... So. Jetzt warten sie wieder, dann machen sie wieder Tempo, weil sie sonst wieder... Ach Mensch, das mit der Teamtaktik nervt. So, mal schauen, ob wir da wieder vorkommen. Oder ob wir jetzt abgehängt werden, weil unsere eigenen Helfer Tempo machen. So. Alles andere als optimal, das Ding, was wir hier gerade spielen. Ich wollte es heute mal offensiv fahren, dass wir unsere gute Tagesform eben auch nutzen können. So, jetzt fährt uns Chavez vor die Flinte. Es nutzt natürlich nichts, wenn wir selber nicht am Hinterrad sind. Haben wir Evenepoel noch bei uns? Nee. Evenepoel hole ich an unsere Seite. Es ist noch ein ganz schönes Stück bis ins Finale. Berg der dritten Kategorie fahren wir jetzt nach oben. Das ist mein Hinterrad. Geh weg, Daryl MP. So, diesmal bitte auch das Hinterrad einfach halten. Ohne Ruckler, ohne in die Wiese fahren. Das wäre alles ganz traumhaft. Mal schauen. Es sind 45 Fahrer hier noch in der Gruppe. Da treten da jetzt aber auch einige schwer. Und vielleicht haben wir ja heute so einen kleinen Überraschungseffekt mit drin. Oder eben, wir fahren uns selber gerade kaputt. Wir haben noch das blaue Gel. Seri ist ein guter Hügelfahrer, ein ordentlicher Puncheur. Jungels kann auch sehr, sehr gut einen Hügel hochfahren. Wir bleiben in der Position, lassen uns mal ein bisschen tragen. Schauen nach hinten. Die Top-Favoriten sind natürlich dabei, müssen aber auch viel Energie aufwenden. Wo ist Egan Bernal? Der fährt da irgendwo hinten in der Gruppe. Evenepoel habe ich jetzt aber auch nicht mehr gesehen. Der hat noch sein blaues Gel. Es gibt gleich nochmal eine Abfahrt. Das müsste er doch eigentlich schaffen. So, jetzt kommt Seri nochmal nach vorne und übernimmt. Mit letzter Kraft fahren wir da jetzt gleich über die Kuppe rüber. Und dann sind wir hier relativ schnell zu dieser Gruppe hingekommen. Lassen uns mal weiter von Seri ziehen, auch in der Abfahrt. Geht's hier nochmal weiter, jetzt ist Seri auch gleich platt. Da geht es ihm jetzt gerade an den roten Balken. Dann müssen wir in der Abfahrt dann vielleicht einfach auch mit Bob Jungels nochmal fahren. Beziehungsweise Seri hatte schon das blaue Gel, Bob Jungels hatte noch keins. Evenepoel kriegt das jetzt auch mal. Bei Alaphilippe sparen wir das jetzt noch. Das holen wir uns dann nach der Abfahrt. So, wir klemmen uns hier nochmal dran. Halten das Tempo nach wie vor hoch. Wie gesagt, wir haben eine gute Tagesform mit Alaphilippe, aber vielleicht können wir jetzt auch einfach mal dann doch ein kleines bisschen rausnehmen, weil Alaphilippe jetzt schon sehr, sehr stramm ist. Beziehungsweise wir sagen denen jetzt erstmal, sie sollen es lassen. Abfahren können wir alleine. Da sparen wir uns dann wahrscheinlich auch ein bisschen Energie. So, Dankeschön, Evenepoel. Du drückst mich gerade wieder in den Rasen. Hinten fährt jetzt auch keiner vorbei. Die sind alle ziemlich fertig. Jetzt geht es dann hier vorne in die Abfahrt. Mal schauen, ob wir das heute zu offensiv angegangen sind. Kann ich mir schon vorstellen. 35 Fahrer sind in der Gruppe. Keiner macht irgendwas. Jetzt müsste es dann gleich mal ein bisschen steiler bergab gehen. Dann können wir auch ein bisschen in die Aerodynamikposition. Hier ist das eher noch nicht so angebracht. Aber trotzdem machen wir es mal. Evenepoel. Fahren da einfach jetzt mal so nebenher, sparen Energie. Aber die Taktik war jetzt nicht so sinnvoll, weil wir hätten das natürlich durchziehen müssen mit unserem Team. Aber das war dann doch zu viel. Ich dachte, wir könnten die Gruppe auch kleiner fahren.
Hat aber einigen hier wehgetan, wie man merkt. Da sind alle jetzt erstmal am Durchatmen. Und die Abfahrt hier ist jetzt nicht so eine richtige Abfahrt, würde ich sagen. Täuscht wahrscheinlich auch einfach ein bisschen, weil das 219 Kilometer lang ist, das ganze Profil. Die Abfahrt nicht besonders steil. Jetzt kommt der Berg der zweiten Kategorie. Und wenn wir da nicht noch mehr regenerieren, dann müssen wir da dann schon mal ans blaue Gel gehen. Wieder einige weggebremst. Boah, Alter. Also dieser Ruckler, ey, das ist nicht schön. So, jetzt geht es hier auf den Berg der zweiten Kategorie. Wir haben Evenepoel an unserer Seite. Der ist nicht besonders lang, 3,6 Kilometer. Ich glaube, dass die Konkurrenz hier jetzt ohnehin was machen würde. Deswegen ziehen wir das doch jetzt mal ein bisschen durch. Evenepoel ist noch vor uns. Wir haben noch volles blaues Gel. Wir können das Ding durchziehen, dann in der Abfahrt wieder regenerieren. 3 Kilometer noch bis oben hin. Roglic, Izagirre, alle mit dabei. Sorry. Nur mal ganz kurz der Blick zurück. Ist schon noch relativ lang das Feld gezogen. Aber wenn man da in der hinteren Position ist, wo ist zum Beispiel Egan Bernal, den sieht man heute häufig nur hinten. Das ist aus seiner Sicht alles andere als optimal, was da heute passiert. Hoher Kraftaufwand, da kommt Costa nach vorne. So, nach wie vor hohes Tempo, was wir vorgeben. Und es kommen danach keine brutalen Schwierigkeiten mehr. Jetzt ist hier sehr, sehr steil. Immer noch 1,6 Kilometer bis oben hin. Oben wird es etwas flacher am Berg. Sieht man hier, jetzt kommt sogar eine kleine Abfahrt. So, minimale Abfahrt. Evenepoel zieht das durch. Alter Vater. Da verschätzt man sich meistens. Thibaut Pinot. Will die Zeitbonifikation haben. So, wir fahren mal vorbei. Holen uns die Zeitbonifikation. Wenn da jetzt keiner mehr links oder rechts kommt, dann holen wir uns die 8 Sekunden. Dann geht es hier in die Abfahrt runter. Aerodynamisch erstmal nicht ganz so sinnvoll das Ganze, aber wir wollen eh jetzt erstmal auf die Kollegen, glaube ich, noch warten. Schauen wir mal, wie groß ist der Vorsprung? Nicht besonders groß, 4 Sekunden, da können wir auch warten. Sind es wieder 15 Fahrer, Izagirre ist da. Fährt die Lücke wieder zu. So, wir regenerieren ein bisschen, dann sind es noch 20 Kilometer bis ins Finale. Interessante Etappe. Jetzt bislang, boah, Mann, ey, nicht so wirklich viel passiert. Also das muss auf jeden Fall mal rausgepatcht werden. Das ist echt mega ätzend. 15 Fahrer sind es jetzt noch. Alaphilippe ist allerdings alleine jetzt hier in der Gruppe, ohne Helfer. Im Finale wird das trotzdem ganz interessant für uns und ganz gut, denke ich mal. Weil, wie gesagt, wir der beste Beschleuniger sind. Wir haben noch komplett das blaue Gel. Ja, drückt mich halt wieder ins Gemüse. So, jetzt Konzentration. Daniel Martin kommt einfach mal vorbeigeschissen. 22 Fahrer sind es wieder. Bedeutet aber auch, dass Evenepoel wieder mit dabei ist. Peter Serri könnte einfach auch nochmal ein schnelles Tempo vorgeben. Oh, jetzt habe ich das Evenepoel auch gesagt. Naja, ist ja nicht schlimm. Wir machen das halt beide. Ich glaube, dass das machbar ist. Nee,
Das ist aber nicht gut. Lieber so rum. Wir kontrollieren das Ganze mal ein bisschen. Alles jetzt sehr, sehr wild im Moment. Alles ist gut, solange du wild bist, aber den Etappensieg hätte ich trotzdem gerne. Da vorne jetzt ungern weglassen. Lass mal Isagiri hinterherfahren, der sich nicht so sicher ist, was er da gerade macht. So, wir haben Roglic und Evenepoel, der wieder zu uns hingefahren ist, um uns ein bisschen Kraft sparen zu können. Isagiri haut da jetzt richtig rein. Kostet uns aber nicht wirklich viel, was er da macht. Dann gehen wir auch nochmal in die Aerodynamikposition. Jetzt versucht er da vorne sogar ein bisschen aus dem Sattel nochmal zu gehen. So, 12 Kilometer. Es geht jetzt noch rauf und runter. Evenepoel an unserer Seite. Seri versucht da an uns vorbeizukommen, um nochmal Tempo zu machen. Das wird aber eh nicht lange funktionieren. Er wird gleich platt sein. Von daher können wir das mit ihm eigentlich auch fast lassen. Da kommt Evenepoel wieder angeschossen. So, jetzt sind die Ausreißer auch wieder eingeholt. 10,7 Kilometer, vorne die 10-Kilometer-Marke. Denke mal, dass das heute gut werden kann. Seri ist wieder da, allerdings jetzt gleich platt. Schauen wir mal, dass er das rote Gel nochmal bekommt. Das kriegt Evenepoel jetzt auch. Weil die sind sonst durch. Okay, sind eh durch. So, kurzer Blick zurück. Was geht so, Konkurrenz? Da kommt Denno Martin nochmal mit einer Attacke. Den können wir ruhig ziehen lassen erstmal. Fährt keiner so richtig hinterher. Jetzt kommt Romain Bardet mit einer Attacke. Ja, das ist wieder... ist gleich mal wieder gelöst worden, was ich da eigentlich vorhatte. So, wie er mich anschaut, so nach dem Motto, Alter, geh doch auch mal aus dem Sattel. Lass ihn schlecht aussehen. So, wir hängen uns mal mit dran an die Attacke von Romain Bardet oder lassen es auch einfach. Sind aber immer noch 7,8 Kilometer, darf man nicht vergessen. Vorne der Vorsprung, 20 Sekunden für Martin, der das jetzt allerdings auch alleine von vorne fährt. Auch nicht so ohne. Vorne geht es jetzt nochmal in eine kleine Abfahrt rein und dann nur noch bergauf. Versuchen wir in die Abfahrt uns jetzt nochmal reinzustürzen. Ja, reinzustürzen ist gut, wenn man da eigentlich kaum Tempo mitnimmt. Vorsprung 25 Sekunden. Wir haben uns nochmal richtig abgesetzt nach hinten. Also die Attacke von Bardet war dann doch nochmal besser als eigentlich gedacht. Nochmal in die Aerodynamikhaltung gehen. Schneller wird es eh nicht anscheinend. So, jetzt sind wir wieder dran. Ja, ja, ich bin doch schon da, mein Freund. Ich fahre ja schon 3,6 Kilometer. Ich habe noch einen roten Balken. Fahr du lieber mal mit mir. Da versuchen wir nochmal vorne hinzukommen. So, Tag, Herr Martin. Schreiben Sie doch mal ein weiteres Game of Thrones Buch. Wäre echt nice, statt hier immer bei der Tour de France rumzufahren. Huch, wollte ich gar nicht. Wir haben natürlich auch eine Spitzentagesform. Wir haben jetzt fast 50 Sekunden auf Roglic. Vorne ist der letzte Kilometer. Wir schauen, Denno Martin an unserem Hinterrad. Stößt er sich nochmal gesund? Wir wissen es nicht. Es geht hier weiterhin bergauf. Jetzt zieht er nochmal durch. Mal schauen, da kommen wir aber vorbei und holen uns den Etappensieg. Yes! Nächster Etappensieg für Julien Alaphilippe, der hier einfach die Konkurrenz bei der Tour de France in Grund und Boden fährt. Wer hätte das gedacht? Ich dachte, wir können vielleicht Top 5, Top 10 mit Julien Alaphilippe schaffen. Aber dass er hier wirklich alle so dermaßen abhängt, damit war nicht zu rechnen. Schauen wir mal, Evenepoel
heute gute Arbeit geleistet. Alles ein bisschen konfus, muss man sagen, in der Teamtaktik. Da hat der eine mal da Tempo gemacht, der andere mal da. Und irgendwie wusste keiner so richtig, was das alles soll. Jetzt sehen wir dort die Favoriten weiter reinfahren. Dauert sehr lange. Da ist auch Rigobert Urán Buchmann wieder sehr, sehr spät dran. So, Enric Mas kommt jetzt nochmal. Dann sprinten wir hier mit denen halt. Wir hatten sogar eigentlich noch mehr Energie übrig. Hätte noch mehr Energie in den letzten Anstieg reinballern können. Aber ich wollte die Etappe unbedingt gewinnen und war mir nicht sicher, ob es dann reicht, wenn ich früher rausgehe. Aber sehr erfreulich nach wie vor. Schauen wir uns das Finale nochmal ganz kurz in der Wiederholung an. Bin jetzt auch ganz gut im Rhythmus drin. Wie gesagt, alles an einem einzigen Tag aufgenommen. Von Etappe 1 bis Etappe 12 sind wir jetzt, glaube ich. Da ist der Flow absolut da. Aber vielleicht sollte ich dann jetzt doch mal mit einem Erfolgserlebnis auch rausgehen. Und das dann in die Aufnahme morgen mit reinnehmen. Jetzt müssen wir wieder vorspulen, weil wir erst zur Evenepoel sind. Beziehungsweise einfach mal zurückspulen. So, da hatten wir es nochmal. So, mal den letzten Kilometer vielleicht. Da sehen wir, dass wir das Tempo machen. An unserem Hinterrad konnte er sich nochmal ein bisschen ausruhen, der Nomaden. Dann ist er auch als erster aus dem Sattel gegangen. Ich war erst nochmal vorsichtig beim Sprinten und bin dann erst in die Vollen gegangen. Dann war er aber platt. Und wir holen uns den Sieg vor leeren, vor leeren Rängen. Einfach Corona Edition. Sehr, sehr nice. Nice. Auf jeden Fall nice, dass wir schon wieder den Etappensieg geholt haben mit Julia Alaphilippe. Der Dominator bei der Rundfahrt. Jetzt schauen wir mal, wie groß der Vorsprung nach hinten war. Ladies and gentlemen, applaud him. He tops the standing. He tops the standing. He is in spark. He is in spark. Das Einzige, was wir nicht haben, ist die Nachwuchsfahrerwertung. Das wäre natürlich noch schön, wenn Julia Alaphilippe jetzt noch in den Jungbrunnen fällt. Dann haben wir auf jeden Fall richtig, richtig ein steiles Brett da am Start. Aber Remco Evenepoel wird sicherlich Egan Bernal nicht mehr schlagen können dafür. Muss er zu viel Helferleindienste machen? Wir sehen schon relativ große Abstände mal wieder. Und vor allem sehen wir nicht mal Emanuel Buchmann in den Top 10, sondern Schachmann dort auf dem 10. Platz. Wir haben Egan Bernal 47 Sekunden. Dann haben wir Roglic Vogelsang mit dabei. Thibaut Pinot bei 47. Das ist schon mal wieder ein Brett, was wir da den anderen zum Bohren gegeben haben. Also die super Tagesform haben wir enorm gut ausgenutzt. Der nächste Sieg, Zeitbonifikation am Berg der zweiten Kategorie und im Ziel. Und die Lücke haben wir mehr oder weniger gefahren, ohne es zu merken, weil wir uns an die Attacke von Romain Bardet drangehängt haben. Bedeutet für die Gesamtwertung komfortabel 2 Minuten 51 Vorsprung vor Egan Bernal. Dann Vogelsang mit 3,42, Roglic mit 4 Minuten Rückstand. Im Punkte-Jersey sind wir auch weiterhin, Polka-Dot-Jersey, wie es ja immer so schön auf Englisch heißt, sind wir auch weiterhin vorne, 52 Punkte, Chavez mit 43 Punkten, grünes Trikot sitzt bei Sam Bennett, da sind wir mit 218 Punkten nochmal ein kleines Stückchen, glaube ich, vor den Grunewegen jetzt weggefahren, ich glaube, es war der Vorsprung war ein bisschen kleiner und hier ist Remco Evenepoel nach wie vor in Lauerstellung und in der Teamwertung haben wir natürlich gegen Team Ineos keine Chance. So, Glückwunsch, wir haben die Etappe gewonnen. Glückwunsch, wir führen weiterhin in der Gesamtwertung. Allerdings, die Regenerationswerte sind jetzt schon deutlich, deutlich schlechter geworden. Man sieht, dass der Balken ist nicht mehr ganz voll. Wir müssen jetzt aufpassen mit Alaphilippe. Wir können nicht dauernd so einen Kraftakt machen, sondern ab jetzt heißt das wirklich Füße stillhalten und vielleicht eher mal reagieren, statt auch häufig agieren. So, nächste Etappe, der Brust-Tour de France. Das Brust-O schaut uns wieder an. Châtel-Guyon. Dort geht es los, dort sehen wir schon, es ist hügelig, aber es ist hoffentlich, na, es ist nicht, es ist doch nicht so flach, wie ich es gehofft hatte. So, da gibt es einige Berge der ersten Kategorie, also das wird schon ein Profil werden, das richtig Kraft kostet. 189 Kilometer, die letzte Etappe war natürlich auch bombig lang mit 219, trotzdem 3 Minuten Vorsprung auf Egan Bernal ist schon mal was richtig Gutes. Ich kann mir vorstellen, dass die Tagesformen jetzt immer mal wieder ein bisschen schlechter werden. Clermont-Ferrand nach Lyon werden wir nochmal zur Regeneration nutzen, dann auf den Grand Colombier hoch müssen wir es auch verteidigen und der Ruhetag, der kommt dann wie gerufen vor den letzten schweren Bergetappen. Also danke fürs Schauen und wir sehen uns morgen wieder auf der 13. Etappe der Tour de France.